Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Und wir sollen die Kyra-Tee-Fabrik erreichen. Und wieso sind wir jetzt plötzlich alleine? Naja, egal. Das ist vielleicht ein besseres Auto. Ah, nö, schauen wir nicht. Okay, ich habe volle Muni. Ich bin wahrscheinlich eh voll ausgestattet, denke ich mal. So, ein Kilometer bis zur Teefabrik. Ich kann natürlich einen Helikopter nehmen, aber... Nein. Sorry. So, ja. So, dann halt hier lang. Ist kürzer. Ui. So, ja, wer weiß. Hier durch. Es ist ein perfekter Geländewagen. Das Auto hier. Toll. Wahrscheinlich sind die Felle kaputt, ne? Aber ich brauche auch Köder wieder. Andererseits. Königstigerfell. Oh. Brauchte ich das nicht sogar noch für irgendwas? Ich glaube nicht. Warte mal, was muss ich denn überhaupt noch herstellen? Schwein und Panzernashorn. Ah ja, Schneeleoparden, okay. Tiere mal wieder. Habe ich schon mal ich habe das irgendwann letztens schon mal gesagt, dass mit den Tieren ist so nervig, dass da so viele sind. Ach, die Fensterscheibe geht dann auch wieder heile, wenn ich die Motorhaube schweiße. Sieht für mich nach hohem Realismus aus. Oh mein Gott. Oh, hi. Da war was auf meiner Motorhaube. Die Medien mal wieder. Grabben. Ja. Ich fand den Bericht gerade so interessant. Miley Cyrus, ich finde es toll, wie die irgendwie die aktuellen Dinger da reinpacken. I came in like a wrecking ball. Was? Oh, hi. Meine Freunde. Ja, ganz nützlich. Jetzt so mittendrin. Oh. Ich habe die Teefabrik erreicht. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Oh. Vertreibe die Arme. Naja, das ist ja kein. Dings da. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. Oh, oh. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Als wenn es nicht komplett beschissen. Okay, da sind nur noch Hunde. Nur noch Hunde ist auch gut. Aber wir wissen ja, wir müssen nur twerken.
Oh, da ist ein Flammenwerfer. Damit könnten wir die Felder niederbrennen. Das war nicht schlecht aus der Entfernung. Oh, nein. Na. Willst du etwa sagen, dass du mich angreifst? Okay. Hey. Zum Glück kann ich das ja noch irgendwie. Was denn? Wo bist denn du? Wenn du keine Angst hast, dann versteck dich doch mal nicht. Hä? Ja, wo bist denn du? Wie komm ich hier raus? Will ich hier raus? Naja, in der Zwischenzeit, ne, bis der kommt und mich angreift. Looten. Macht man doch immer gerne. Hä? Ich weiß nicht, wer der Kerl ist, ist das Problem. Und ich muss den ja töten. Ach, da. Leiche ablegen, ja, hey, Pager. Okay, wenn ich den trage, dann geht das auch. Ja, das ist auch ganz okay. So, was muss ich noch tun? Da hinten. Der ignoriert das einfach alles. Amita, erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. So. Ich schicke dir Hilfe. Haltet durch, bis die Männer da sind. Geschehen. Ja, ja. Ich soll mich mit dem goldenen Pfad neu formieren. Mach ich hier schon. Ah. Da seid ihr. Ah ja, gut. Das wird eine harte Nuss hier. Ich gebe dir was zu knacken. Bin ich. Na toll. Ist ja die Moorfelder also beschützen. Gut. Oh. Nun. Was? Wie? Ach du meine Güte, so nicht. Oh, ich brenne. Nein! Was? Ah. Ich glaube, die verbrennen gerade alle. Mach die Sprengler aus. Das ist auch der typische Satz, der im Krieg gesagt wird. Oh, hi. Ja, ich darf doch, ne? Danke. Sehr, sehr viel übrig bleiben wird hier aber nicht.
Shangri-Lager, damit meine ich wahrscheinlich das Bier, ne? Na toll. Wenigstens habe ich immer das Licht hier. Ja. Wo war da? Ach, das heißt einfach nur, dass die von da kommen wahrscheinlich, ne? Ja, das wird's auch. So. Eieiei, aber viele, viele Molotow-Typen. Das ist ziemlich nervig. Na toll. Ich habe am Ende so viel Loot. Traurig eigentlich, dass ich hier ohne Probleme kämpfen kann. Oh, hi. Nein, wirfst du nicht. Nicht gezielt. Boah, ja, atme mal ganz ruhig. Haha. Nett. Komme nach Hause, Daddy. Hi. Ja, was liegst du denn hier? Nicht liegen, arbeiten. Faul, 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 ey. Da ist doch was faul in der Arbeit. So. Für die Wirtschaft kämpfen wir hier, für die Wirtschaft. Oh. Oh. Weißt du, ich werfe ein Messer. Was ist in Ordnung? Was ist das Problem? Ui. Wo ist in Ordnung? Da, scheinbar. Na, scheiße, das bringt gar nichts. Ui. Naja, gut, Molotow wäre vielleicht nicht bestens gewesen. Das sollen die ja, wenn schon, machen. Oh oh. Ah, gut. Was? Oh, hi, 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 hi. Nein, 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 nein. Ach, egal, ich habe eh keine mehr. Oh. Ist da alles hier am Brennen? Irgendwo ist hier doch noch so eine Anlage, denke ich mal, ne? Hier. Ran. Damit möglichst noch viel gerettet wird von den Drogen. Für die Drogen! Für die Drogen, für die Wirtschaft! Der ist schon leer. Nicht. Boah, richtige Loot-Hure bin ich, ey. Schlimm. Wie lange willst du noch brennen? Oh, Rückgewinnung. Verdammt, AJ. Du hast gerade Anita erlaubt, auf unsere Erde zu spucken. Kühlert besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Mhm.
Und was ist, wenn das Land, für das mein Vater gekämpft hat, pleite geht und keine Zukunft mehr für die Leute bieten kann? Ist das besser? Ist das besser? Oh mein Gott. Wie viele Fahrzeuge hier stehen? Schnellreise. Ich habe viel zu verkaufen, glaube ich. So. Also eigentlich war das ja schon so eine Opium für das Volk Aktion. Jetzt habe ich fast kein Geld. Fast. Kein Platz mehr für Geld. So, Munition. Sonst ja auch nichts, ne? Karten. Oh, die kann ich. Oh, Dick. Oh, das ist gut. Wusste ich gar nicht, dass ich die kaufen kann. Da kann ich natürlich Geld ausgeben. Eieiei. Schön. Gut, Beute Nordost-Kyrat ist natürlich. Habe ich auch alles hier, ne? Ah, wie schön. Ich sehe alle Fragezeichen da nicht. Das ist gut. Ah, schön. Habe ich eigentlich irgendeine neue einzigartige Waffe, theoretisch? Da brauche ich noch 6. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber das macht ja nichts. Denn wir machen jetzt einen Cut. Also bis dahin. Und tschüss.